Moment, No Portal Crest heißt es? Oh, Mist. You need to build a lair for your creatures. Kreatur, wo? Level 3er Zauberer. So. Da ist irgendwo Wasser. You must build a treasure room to store gold. Da ist der gegnerische Keeper. Oder? Der ist da unten. Gut. Wieso werfe ich ihn hier rein? Ganz einfach. Vielleicht sieht man es demnächst. Zauberer bekomme, wenn beim Versteck Gold ist, passiv EXP. Da haben wir es. Mal. Game saved. Habe ich irgendwie vielleicht Juwele? You must build a treasure room to store gold. Oh, ich habe Zauber ohne Ende. Okay. Das heißt, ich muss mit einem Zauberer, einzelnen Zauberer klarkommen. Moment, ich habe noch nicht mal Bibliothek. Okay. Das ist heavy. Okay. Aber da weiter. Dann habe ich nämlich hier bei 3, 1, 2. Ich habe Lavafalle, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen. 6 Gebäude Räume brauche ich noch. 3, 4, 5. Das machen wir zum Friedhof. Das ist dann Raum Nummer 6. Perfekt. So. Game saved. You have tunneled into a new area. Upsi. Ich hab Imps verloren ohne Ende. Kreaturentransfer. Da ist eine Bibliothek, okay. Da muss ich auch so rumbuddeln, so wie es aussieht. Alt, nein. Das machen wir mit. Brennt noch was rum. Yay! Yes! Gefällt mir. Also da ist Gold. Der Anfang. Bibliothek verkaufe ich. Ich hoffe, ich kann eine neue bauen, wenn ich das habe. Und nochmal zwei Zauberer. Sehr schön.
Wird aufgebuddelt. Bis hierhin. Ich jetzt eine neue bauen kann, bin ich zufrieden. Ich mag es nicht, wenn es nur so was ist. You have taken control of a new room. Nee. Muss erforscht werden oder wie? Trainingsraum. So. Ah, Trainingsraum machen wir hier rein. Bibliothek mache ich hier hin. Da wird es zwar ein bisschen laut, aber egal. You have tunneled into a new area. Vampir und Geist. Sehr schön, Vampir gefällt mir. Da sind Friedhofteile. Geist forscht von alleine. Sehr schön, dann funktioniert es schon mal ein bisschen. Auch nämlich die Vampire. Um hier mit der No-Portal-Quest klarzukommen. A new spell has been researched. You have taken control of a new room. Your creatures have discovered a mysterious magic box. You have taken control of a new room. Mysterious box? Wo ist sie? Der Friedhof kommt weg. Den will ich da so nicht haben. Wird hier aufgebuddelt. Ich hab glaube ich immer noch nur 5 Imps. Ah, der Geist forscht noch weiter, stimmt. Fünf Imps. Mit 15 Imps. Dauert mir sonst zu lang. Hier hinten ist auch noch mal irgendwas. It is payday. Kreaturentransfer. Game saved. Gibt's. Nein, Rückbau gibt's nicht. A new spell has been researched. You have tunneled into a new area. You have tunneled into a new area. Köderraum. Okay. Das ist schon mal. Okay. Köderraum ist akzeptiert. Ich glaube, ich brauche doch eine Handwerkskammer. Vampir geht ja eigentlich auch selbstständig forschen. Die Kombination Vampir und Zauberer. Ein Zweier-Skelett. Ein Zweier-Skelett. Auch gleich andere
A new spell has been researched. Game saved. Warum? Your creatures are falling in battle. You need a bigger treasure room. Ein Imp ist gestorben. Okay. Fällt einfach so ein Stift raus. You need a bigger treasure room. A new room has been researched. Neuer Raum. Ordnung. Das machen wir auch mal, falls da vielleicht irgendwie in Anführungszeichen Helden sind, die ich brauche. Ja, ich muss da aber anfangen. Sehr schön, das funktioniert bis jetzt. Also. Ein Level 4er Horny. Nein. Nehme ich nicht mit. Ihre Horny? Nein, noch nicht. Das ist mir zu unsicher. Sehr schön, wenn da das Gold rumliegt. Habe ich da nämlich das Problem nicht, dass da auf einmal dann irgendwie Gegner meinen? Ne, halt, das ist egal. Ich weiß nicht, ob er mit Brücke arbeitet, deswegen will ich das Gold für mich haben. Weil er verliert jetzt dann Kreaturen bei fast alle Paydays. Wenn die Kreatur böse wäre. Das ist mein Ziel. You have tunneled into a new area. A new room has been researched. Räume hab ich. Aber fehle noch. Okay.
Komm hier hin. Neues Gebiet entdeckt, okay. You have tunneled into a new area. Den Horny will ich erst dann nutzen, wenn es auch wirklich notwendig wird. Da ist nix. Ist da was drin? Nein. Okay, das heißt, das Gold ist meins. A new spell has been researched. Your library is too small. Library too small, perfekt. You have tunneled into a new area. Moment. Nein. Your creatures have discovered a mysterious magic box. Your creatures have been blessed with experience. Naja. Könnt ihr nicht die Zauberer mal in Ruhe lassen? Die sind ja gleich durch. A new spell has been researched. There is nothing left to research. So, dann trainiere alle. Kommt Skelett und Vampir hin. Die soll er nämlich da nie keinen Ärger machen. Fangen wir hier mal an. Weiter aufzubauen. Aufzubuddeln. Mal bis dahin. You have tunneled into a new area. Ein Drache. You have tunneled into a new area. Level 4. Und eine Mistress. Sehr schön. Das ist Gold wert. Gar nichts rum zu klein. So. Auf jeden Fall. Gefängnis kommt weg. Ja, Gefängnis mache ich weg. Muss nämlich noch eine Hühnerfarm hinsetzen. Machen wir da unter den Trainingsraum hin. Mache hier eine Schatzkammer hin. Mache die da weg. Der also, ja. Mache hier eine Hühnerfarm hin. Nämlich wieder Drache und
Teufler. Und die futtern natürlich wie immer Unmenge. Da bis hierhin. You have tunneled into a new area. Irgendwie muss ich doch da zum Gegner kommen. Sage seine Kreatur weniger als meine. Dann. You have tunneled into a new area. Moment, da liegt noch Gold rum. Okay. Dann solltet ihr jetzt erstmal das Gold da einsammeln. Was da jetzt dann weiter buddeln. Aber bis hierhin mache ich noch. Dass ich da einen Geist habe. Dann nehme ich da über die Lava fliege. Soll der nämlich mal ein bisschen erkundet. Der hat da eine Brücke gebaut. Hier ist ein Held. Hier ist ein Held. Your creatures are under attack. Okay, hier hat er auf. Hier ist die Bibliothek. Hier hat er offen. Er macht jetzt unnötiges Land auf. Weil er nicht weiß, was er sonst machen soll. Level 5er und Level 4er. Okay. Dann. Your creatures are under attack. Du gehst weg. Your minions are winning a battle. Und du? Geh mal darüber. So. Ich hebe das Gold auf. Kann dann hier schön frei machen. Dass der jetzt wieder unsichtbar ist. Gehe ich nämlich mal das Land erkunde von dem. Dungeon Herz. Hola. Oh, sieht nicht verbessert, das heißt, er verstärkt. Da habe ich dann die gute Möglichkeit. Da war eiserne Jungfrau ohne Ende. Der hat Zauberer und eiserne Jungfrau ohne Ende. Moment. Moment. Ich hab grad eine Idee. Ich hab gerade eine Idee. Danny! Herzlich willkommen! Okay, doch nicht. Aber der hat alles Level 2. Okay. Da bin ich besser dran. Danny, wie geht es dir? Hallo und herzlich willkommen! Ach, jetzt mach mal auf. Mach das ganze Gold weg. Ich hab nämlich kaum noch welches. Und dann darf der Horny mal kurz durchrennen. It is payday. You have traveled into a new area.
Ah, deswegen ist da nicht aufgemacht worden. Ich kann mich nicht beschweren. Sehr schön. Du blöde Kuh. Mach da. Ja, dann machen wir so. Mir geht's soweit gut. Nur ist das Wetter erdrückend ekelhaft. So. Alles gut, alles gut. Ich mache jetzt gleich mal eine Schnitzelparty. Eins, zwei, drei. Okay, jetzt wird's ein bisschen doch gefährlich. Und er ist nicht mehr Speed up. Hilfe! Nein, lass mich in Ruhe! Hilfe! Lass mich doch in Ruhe! Ach, danke. Also Horny Party macht schon Spaß. Aber das ist eigentlich immer meine letzte Wahl, ein Horny zu nutzen. Weil der ist einfach zu stark. Hat er keine Kreaturen mehr? Nö. Da ist Kreaturen los. Läuft. Ah, danke, Dogos. Alles habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Vielen, vielen Dank. Was machst du da? Soll ich hier bleiben? Dankeschön. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Du. Your minions are winning a battle. Dogos? Hab ich was verpasst? Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Oh, du Blöder. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Oh. Okay, du hast ihn gesperrt, du hast ihn entsperrt und wieder gesperrt. Hey? Deswegen die Frage, habe ich irgendwas verpasst? Aber wie gesagt, ein Horny ist einfach nur... Ach so. Ach so. Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich habe es zwar irgendwann mal gelesen gehabt, aber nicht mehr registriert. Auf jeden Fall, Dankeschön. So.
defeated an enemy keeper. Oh, das war's schon. You have conquered this realm. So. Select a creature to take. Was nehme ich mit? 10er Skelett, 10er Wizard. Ja, ich nehme 10er Wizard mit. Problem ist, Horny wird nie. Danke. Ah, okay. Und so kann ich den Horny jetzt wieder ablösen. Halt. Ja. Dass das Ganze schneller geht. Mache ich ein kleiner Speed-Up, dass es Land auch noch schnell endgültig eingenommen werden kann. You have claimed an enemy room. You have claimed an enemy room. Ich möchte hier nämlich noch schauen, ob es da noch was gibt, was ich vielleicht nutzen kann. You have claimed an enemy room. You have claimed an enemy room. Deswegen gerade schnell der Speed up. Dann geht es nämlich wirklich schneller und besser. Ja, wenn dann ein Dungeon speziell versteckt ist, so wie hier beispielsweise, ist eine gute Stelle. Schade doch nicht. Wäre es halt schon schade, wenn ich das nicht hab. Und ich hab einen Eingang erobert. Yay! Und schade, dass das Level dann doch zu einfach war. Und das nur, weil ich einen Horny gehabt hab. Hätte ich ohne den Horn Reaper gemacht, wäre es ein bisschen schwerer gewesen. Und hätte der dann noch Unmenge an Gold bekommen, dann wäre es noch schlimmer. Aber er konnte ja nicht mehr seine Kreatur trainieren. Und somit habe ich dann ein sehr leichtes Spiel gehabt. You have claimed an enemy room. Your gold reserves are running low. You cannot afford to train creatures. You are too poor to scavenge creatures. You have claimed an enemy room. Ah, kein Wunder, wenn der Vampir im Scavenger Room ist. Your gold reserves are running low. So. Damit habe ich es, glaube ich, komplett aufgebuddelt. Ja. Your gold reserves are running low. Bibliothek. Hühnchen, nix. Da drüber auch nichts. Bei mir da oben auch nichts. Okay. Wenn ich das wieder kleiner mache, schaue ich mir mal die Kreatur an, die ich da jetzt trainiert habe. 7, 8, 7, 8er. Da sind 9er dabei. 10er. 7er Drache, das ist blöd. 6er Dame. Und ein 8er Vampir. Okay. So. Das war also das Level. Game saved. Your gold reserves are running low.